Willkommen zum Bergluftmagazin hier auf RRO TV. Schön, Sie damit dabei. Im Februar ist der schneebedeckte Dübensee auf der Gemmitz Leckerbad Schauplatz vom ersten Alpino Schneehornuss geworden. Auf über 2200 Meter über Meer haben sich 40 schlagkräftige Männer um den Titel der Leckerbadner Wintermeisterschaft gemessen. Der Frank Salzgeber berichtet. Im Februar ist der schneebedeckte Daubensee auf der Gemmi zum Schauplatz von einer einzigartigen Sportveranstaltung geworden. Auf 2200 Meter über dem Meer haben rund 40 schlagkräftige Männer um den Titel der Leckerbadner Wintermeisterschaft im Hornuss gekämpft. Wie die ungewöhnliche Idee entstanden ist, erklärt der Christian Zürjen, Leiter Events von Leckerbad Tourismus. Die Region Leckerbad hat schon längere Zeit eine Partnerschaft mit der Hornusser Gesellschaft in Thüringen, also im Oberaargau, im Kanton Bern. Und wir haben seit Jahren hat man eigentlich immer davon geredet, ja, wir machen doch mal das Leckerbad, ein Hornusser Turnier. Und man hat immer nach einem Ort gesucht, bis man plötzlich einmal auf die Idee kam, ja, der Dübensee auf der Gemmi, der ist ja im Winter die grösste Fläche, die wir haben, ist gefroren, ist Schnee. Und es wäre sicher ein einmaliges Erlebnis. So, eigentlich so ist man nachher auf die Idee gekommen. Das trapezförmige Spielfeld, das Ries heisst, liegt 100 Meter vom Abschussbereich, dem Buckstand, weg und ist 250 Meter lang und 30 Meter breit. Auf dem Daubensee ist das Spielfeld für einmal von einem Pistofahrzeug und nicht von einem Motormäher präpariert worden. Der Michael Solberger, Spielführer der ersten Mannschaft der Hornusser Gesellschaft Thüringen, sagt, was die grossen Unterschiede sind, wenn man in so einer Umgebung Hornusser tut. Also der grösste Unterschied ist definitiv der Schnee, wo man drauf steht. Man macht das schon im Herd. Und das heisst, dass er ein bisschen mehr rutschen kann. Das macht es ein bisschen unsicherer. Das ist eigentlich der grösste Unterschied, den der Hornusser spürt. Neben dem ist aber sicher auch beim Abtun, das ist das, was im Riesinnen stattfindet. Man sinkt ein bisschen mehr ein auf dem Spielfeld, auf dem Rasenfunk passiert das nicht. Oder? Also das sind die grössten Unterschiede, die man hat. Dazu, das ist eigentlich das Speziellste, was wir haben, ist der Hornus. Normalerweise ist der schwarz. Und wir müssen ihn pinkig spritzen, damit wir überhaupt den kann sehen kann. Das Blau, das wir hier haben, ist einfach wesentlich dunkler als das, was wir im Mittelland unten haben, weil wir höher oben sind. Und das Rückverhalten hier in der Höhenlage, ist das auch anders? Ja, sie gehen grundsätzlich ein bisschen weiter. Der Luftdruck ist geringer. Und jetzt hier bei diesem Spiel haben wir noch Unterstützung von Rückenwind. Und das führt dazu, dass wir jetzt sehen, dass die Hornus ca. 20 Meter weiter fliegen. Das Spiel besteht für die schlagende Mannschaft darin, den Hornus so weit wie möglich ins gegnerische Spielfeld drehen oder darüber hinaus zu treiben. Die Abschlaggeschwindigkeit der Nuss kann über 300 Stundenkilometer betragen. Für die abtuende Mannschaft geht es darum, den anfliegenden Hornus so früh wie möglich, spätestens aber vor dem Auftreten auf dem Boden vom Spielfeld mit der Schindel zu stoppen. Im Schnee zu Hornussen ist auch für den amtierenden eidgenössischen Schlägerkönig Simon Ernius Höchstetten etwas Neues. Also im Schnee sicher nicht, das haben wir noch nie gehabt. Aber es hat das Red Bull Hornussen gegeben in Zuchwil. Dort hat man bei Nacht gespielt mit einer leuchtenden Hornussen. Das hat es auch schon gegeben. Aber so auf dem Schnee, auf dieser Höhe, jetzt habe ich noch nie gespielt. Im Normalfall werden zwei Umgänge gespielt, wobei jede Mannschaft, bestehend aus 20 Spielern, pro Umgang einmal schlägt und einmal abtut. Jeder Einzelspieler schlägt pro Umgang zwei Streiche und hat dafür drei Versuche. Es gewinnt die Mannschaft mit weniger Nummern, das heisst die, bei denen weniger Hornussen ungestoppt im Spielfeld zu Boden gegangen sind. Das Spielen mit zwei Umgang geht ca. 3-4 Stunden. Jeder Hornusser ist individuell ausgerüstet. Ja, es gibt ganz viele Menge verschiedene Steckarten. Einer tut mit 2,90 m Länge stecken. Ja, jetzt zum Beispiel 2,70 m stecken. Und dann vordran hat man ja noch ein Holztreff.
Und das variiert auch, ja, jetzt mit fast 330 Gramm, und die fast 300 mit 280 Gramm. Und das ist eigentlich jeder anders und jeder steht auch anders am Bock. Oder man hat sein eigenes Märkchen und durch das macht man jedes Mal seinen eigenen Stang. Wie es einem am wohlsten schon am besten geht. Also ich habe gesehen, aber, jeder hat sein eigenes Märkchen und die fast auf einen Zentimeter genau ausmessen. Wieso ist das also so wichtig, dass das also so präzise stimmen muss? Ja, weil man halt da möglichst genau gleich über den Bock aufkommen, dass das gängig stimmt. Man muss halt schon einen Zentimeter genau herstehen, dass man im Prinzip den Abstand hat, dass man nicht einmal zu nah offen ist, weil man jetzt ja mit an diesem Holzträf hat. Wenn man es ein bisschen aussen oder innen hat, ist es nicht so gut. Darum probiert man das schon möglichst genau zu machen. Und das ist eben auch hier oben das Spezielle und das Schwierige im Schnee, dass das gerade so stimmt. Zum Hornussen ist Simon Erni durch seinen Vater gekommen. Also ich bin durch den Vater, bin ich als kleiner Bub, bin ich schon mit auf den Hornussenplatz genommen worden. Und das gefällt mir, es macht Spass und es ist halt einfach ein Traditionssport von der Schweiz. Und das ist schon noch schön und speziell. Zusammen mit Schwingen und dem Steinstossen wird das Hornussen als Schweizer Nationalsport bezeichnet. Betrieben wird das Hornussen hauptsächlich in den Mittellandkantonen Bären, Solothurn und Aargau. Im Oberwallis gibt es bis jetzt noch keinen Hornusserverein. Bei Festanlässen wie auf dem Dübensee wird eine Einzelschlägerwertung gefeiert. Maßgeblich sind die geschlagenen Punkte der vier Streicher. Sieger der Löckerbottner Wintermeisterschaft ist der Steven Joost von der HG Biglen Arni geworden. Er konnte den amtierenden eidgenössischen Schlägerkönig Simon Erni um einen Punkt distanzieren. Es soll aber nicht bei dem einzelnen Mal Schneehornussen bleiben, sagt Christian Zürien. Also wir machen jetzt das erste Mal, das ist ja so. Aber wir wollen das eigentlich ein jährliches Event daraus machen, dass man es alle Jahre macht. Das erste Mal ist klar, ist noch so ein bisschen, ist fast ein bisschen wie ein Testlauf. Das muss sich nachher auch ein bisschen umsprechen, der Event soll grösser werden. Und wir werden auch im Nachhinein werden nachher analysieren, was kann man besser machen und das nachher optimieren für das nächste Jahr. So können sich die Hornusser schon aufs alpine Schneehornussen in Löckerbad im nächsten Jahr freuen. Soweit ist ein Bericht über das winterliche Schneehornussen auf dem Dübensee auf der Gemme. Schön, dass Sie damit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.